Ansonsten ist es ziemlich krass, weil hier ist einfach Wasser dahinter. Einen wunderschönen guten Tag! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind in Lübeck und haben eine Nacht schon im Hausboot verbracht. Ja, und wir haben gedacht, wir nehmen euch mal so ein bisschen mit, wie so das Hausboot-Feeling ist. Also wir haben hier so eine kleine Kajüte. Genau. Das ist eigentlich kein Doppelbett, sondern zwei Einzelbetten zusammengestellt. Und in der Mitte ist irgendwie so ein komisches Schaumstoffteil reingesteckt. Da habe ich mich gestern Abend gleich schon mal richtig drauf geworfen. Hat geschmerzt. Ja, ansonsten ist es ziemlich krass, weil hier ist einfach Wasser dahinter. Also wir sitzen im Wasser, weil wenn man hier rausguckt, da wo ihr gerade den Timelapse gesehen habt, ja, da ist Wasser. Und da sind vorhin auch schon ein paar Enten vorbeigeschwommen und haben uns ausgelacht. So. Ja, jetzt habe ich geduscht und muss noch meine Haare föhnen. So sieht das Zimmer aus, wenn man reinkommt. Also wirklich sehr, sehr klein. Also ihr seht, hier sind die Rucksäcke. Da ist echt wenigste Platz, aber es reicht eigentlich. Der Kleiderschrank, ja, der müsste jetzt nicht unbedingt da sein. Das lohnt sich nicht für zwei Tage, das einzuräumen. Hier ist so ein kleines Tischchen. Ich glaube, das kann man auch hochklappen. Und hier ist dann das Bad. Der Boden, eisekalt, wirklich mega kalt. Also im Bad ist eh keine Heizung und vor allem halt auch keine Fußbodenheizung. Und ich glaube, drunter ist halt, weiß nicht, was da ist, Wasser, beziehungsweise halt erstmal Metall und Luft und dann kommt Wasser und das hat halt wahrscheinlich einfach die Temperatur von dem Wasser. Also auf jeden Fall sehr kalt. Die Dusche ist dafür warm, aber das Krasse ist, dadurch, dass das Schiff so ein bisschen in diese Richtung hier hängt, fließt das Wasser nach rechts und das Waschbecken. Also hier ist ja eigentlich der Abfluss und dadurch, dass es so ein bisschen hängt, muss man immer das ganze Wasser von hier unten mit so einem Schieber da rausholen. Da kommen sie doch wieder, schwimmen sie direkt am Fenster hier vorbei und ein Schwan gesellt sich auch noch dazu. Okay. Schon majestätische Tiere irgendwie, diese Schwäne. Wir gehen jetzt los. Danke. Ah ja, genau. So sehen die anderen Kabinen aus. Und dann stellt man halt einfach die Betten zusammen und dann hat man das gleiche Zimmer wie wir. Ah, witzig, guck mal hier. Geht's dann raus. Hier ist weniger Wasser natürlich, weil da geht jetzt der Steg. Wo ist er? Da ist der Steg. Da sind wir hergekommen. Und jetzt düsen wir ins Lager. Da ist auch das Büro sozusagen. Und wir haben uns ja, Mann, das haben wir uns mit Sven getroffen. Im Januar. Genau, und da haben wir eigentlich schon mega viel besprochen und uns über Schnittideen und so weiter ausgetauscht. Und jetzt hat er mal ein paar Prototypen produzieren lassen, die werden wir uns jetzt heute anschauen, anprobieren und dann, je nachdem, wenn wir uns dann für Dinge entschieden haben, Stoffe wieder aussuchen, Farben, Muster entscheiden und so. Ich habe gestern meinen Pony ein bisschen verschnitten, der sieht so seltsam aus, deswegen bin ich immer etwas irritiert, tut mir leid. Genau, das ist jetzt mal so heute auf dem Plan. Ich schätze mal, dass wir jetzt heute hauptsächlich über alles sprechen, was so im Frühjahr und Sommer kommen wird. Und dann vielleicht morgen direkt noch ein bisschen über Herbst und Winter. Ja, da kommen richtig coole, da wird sich einiges tun. Ja, wir freuen uns. Das ist immer, ich liebe es hier zu sein. Ich finde es immer so toll, weil alle immer so Feuer und Flamme sind. Und wenn viele Macher auf einem Haufen sind, dann passieren halt gute Dinge. Und das ist immer cool. Aber das ist ja das Perfekte. Ich gehe auf eine Hochzeit im Sommer und brauche ein Kleid. Ja, mal anprobieren. Also das sieht auch an unser Model. Das ist jetzt auch nicht so viel größer. Aber man kann es sich ja ein bisschen zurechtschneiden. Wir sind den ganzen Tag schon richtig fleißig hier am Stoffe aussuchen und alles. Und schaut mal, hier kam eine neue Nähmaschine heute Morgen an. Die hat Sven schon um 6 irgendwie in Empfang genommen. Und zwar ist es eine gebrauchte Maschine. Ist immer sehr praktisch von irgendwelchen Firmen, die halt irgendwie insolvent gegangen sind oder die sie verkauft wurden oder so. Und zwar ist das so eine krasse Nähmaschine, die dann solche Absteppungen macht. Und das ist dann wie so ein bisschen elastisch und dadurch kann man halt so eine Taille ganz gut nähen. So sieht das Freaky-Teil aus. Also hier hat man wirklich irgendwie was wie 6 Nadeln und von unten kommen dann nochmal Fäden. Also es kann auch wirklich immer nur einen Techniker auffädeln. Das heißt, wenn wir was drauf nähen
und uns für eine Farbe entscheiden. Und wenn dann ein anderes Teil genäht werden muss, dann muss jedes Mal ein Techniker kommen, um das umzustellen. Und hier zum Beispiel, das sind solche Schwungscheiben, glaube ich, die kommen irgendwo hier hinten rein und dadurch kriegt man verschiedene Muster hier in der Mitte, also in was für Abständen das quasi vernäht wird. Richtig freaky auf jeden Fall. Und es macht wieder so viel Spaß hier alles zu überlegen und zu gucken und so. Ja, jetzt sind wir aber, ich glaube, bald durch für heute hier. Und dann mal schauen, was wir noch machen. Wir zeigen euch auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr das Hausboot. Vorhin waren wir auch in unserem Lager. Welcher Gang ist es? Hier. Da ist unser Lager. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie krass das ist. Wir haben fast nur noch von den alten Kollektionen XL da. Und wir lassen es ja immer produzieren. Aber bei XL ist halt wirklich einfach, da verkauft man so wenig. Und man kann aber immer nur mindestens, glaube ich, 10 pro Größe machen, weil das halt sonst nicht geht. Ja, und deshalb ist es meistens übrig. Und zwar sind das da oben alles XL-Sachen, die wir produziert haben und die halt nicht weggegangen sind. Ja, es ist mega traurig, das zu sehen. Deshalb mal schauen. Vielleicht hat ja noch irgendjemand Größe XL von euch und möchte noch einen Teil ergattern im Shop. Das ist halt echt so das Problem mit diesem XL, dass, wenn man produziert, relativ viel produzieren muss und es aber einfach so wenig gekauft wird, dass meistens was übrig bleibt. Und deshalb muss man sich schon irgendwie gut überlegen, ob man das überhaupt macht. Auf der einen Seite natürlich will man niemand ausschließen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich richtig blöd, wenn man so viel über hat. Hallo? Hallo. Bist platt? Ja, voll mit Eindrücken. Da muss man hier einen Schwenk machen, wie es hier aussieht. So sieht es immer aus. Ja, am Anfang ist immer großes Chaos und man zieht alles raus und ja. Und so. Jesus, Leute, wir haben so schöne Teile. Oh, können wir nicht irgendwas schon zeigen? Ich möchte irgendwas zeigen. Guck mal, wir können was zeigen, was noch nicht die richtige Farbe hat. Ain't she pretty? Ja, es gibt richtig viel in Leinen für Sommer. Leinen sind halt auch also, schönes wie gesagt, Material. Nicht diese Farbe. Wir machen auch viel in so Naturtönen und so und viel in Leinen. Und Leinen-Viskose-Mix und so schöne Hosen. Oh mein Gott, die ist auch großer Favorit von mir. Leute. Genau so kommt sie. Ich glaube, genauso kommt sie aber auch, oder? Ja, die ist schon fertig. Ja. Die ist schon fertig, die kommt in der Farbe und noch in so einem Rostton, so einem dunklen. Richtig schön, also mega. Sieht halt richtig geil. Schick auch. High-Waist und ist auch lang. Also. Ja, gut, wenn du jetzt 1,80 groß bist oder 1,90, dann ist sie nicht mehr lang, aber ansonsten ist sie lang. Ja, also ich bin richtig happy. Es war ein sehr erfolgreicher Tag. Wir sind jetzt in der Stadt und gehen jetzt was essen. Wir schauen mal in das Non-Meat wahrscheinlich. Das haben ein paar uns empfohlen. Das ist ein neues Restaurant, Imbiss in Lübeck, wo es veganes Essen auf jeden Fall gibt. Also das Restaurant hatte keinen Platz mehr. Wir waren noch bei drei anderen, da auch kein Platz. Und jetzt sind wir im Peter Pane gelandet. Ja, hier hat es noch ein Plätzchen für uns. Ich würde sagen, das sieht nicht schlecht aus. Das ist so ein Trüffelburger irgendwie. Ja. Und ich habe einen Jackfruit-Burger. Lecker. Gut gespeist, gehen wir jetzt wieder auf unser Boot. Da liegt's. Da liegt's, das Prachtexemplar. Hier geht die Brücke drauf, die wir vorhin schon gesehen haben. Gehen wir rein, oder? Ja. So. Willkommen an Bord. Schatz, du schläfst heute Nacht hier auf der Bank? Ja, auf gar keinen Fall. Hallo. Oh Mensch, ist das cool. Uiuiui. Das ist ja ein Abflussrohr. Oh. Hallo. Na, war es ein schöner Tag? Ja. Gut gestärkt. Stärken wir uns jetzt gleich wieder. Wow, da fährt ein riesen Schiff vorbei hier vor unserer Nase. Ja, denn wir frühstücken heute hier auf dem Schiff. Genau. Krass. Das sind so lange, niedrige Teile. Ui. Ich glaube nicht, dass er uns gewunken hat. Schade. Du siehst, dass du zurückgewunken hast. Das war jetzt hier unser Frühstücksbereich. Hier kann man rausgucken. Jetzt ist das Wetter auf einmal wieder schön. So typisch Norden.
Kamera sehr wenig in der Hand, habe ich festgestellt. Aber das liegt einfach daran, dass ich mit meinem Kopf so tief drin war im Plan, Modeplan. Das waren auf jeden Fall super produktive Tage. Also nur nochmal so kurzes Recap, falls ihr die Vlogs damals noch nicht verfolgt habt, als wir schon mal ganz viel über unseren Shop und so gesprochen haben. Das läuft meistens so, dass wir Moodboards erstellen, vielleicht mit Fotos, mit Dingen, die es auch in anderen Shops gibt. Also man sucht sich ja überall Inspirationen auf Pinterest und so weiter. Und erstellen so Moodboards, was wir uns so vorstellen, in welche Richtung es gehen soll, was für Materialien, was für Farben wir uns wünschen, was für Schnitte und so weiter. Und dann treffen wir uns eben meistens hier in Lübeck und besprechen dann, was ist davon realistisch, was kann man umsetzen. Dann sehen wir vielleicht auch schon erste Schnitte. Teilweise fertigen die für uns auch schon erste Prototypen an von Dingen, wo sie denken, das könnte uns gefallen. Dann gehen wir das durch, dann hatten wir jetzt dieses Mal zum ersten Mal auch ein Model, was alles anprobiert hat, was dann extra eben an den beiden Tagen jeweils für ein paar Stunden da war. Ansonsten habe das ich immer anprobiert und dann mussten wir uns halt vorstellen, okay, wie ist das dann, wenn jemand größer ist als ich zum Beispiel oder halt eine andere Figur hat und so weiter. Deswegen war das diesmal ganz gut. Und wenn wir uns dann festgelegt haben, wie sollen die Teile aussehen, was muss noch geändert werden an den Schnitten und so weiter, dann gehen wir die Materialien durch und dann gibt es eben, kann man sich auf Messen und so weiter dann bestellen bei Stoffherstellern, so kleine Stoffkärtchen sozusagen, und dann hat man wirklich so Stoffteile, die sind so groß, und dann hat man da so ein DIN A4 Blatt voll mit, keine Ahnung, 30 solcher kleinen Bobbles drauf sozusagen, und dann muss man sich überlegen, welche Farbe man da jetzt haben möchte. Und an diesem kleinen Stückchen muss man auch so erfüllen, wie fühlt sich das Material an? Und oftmals fühlt sich das ja im Großen ganz anders an. Aber es wäre ja total unwirtschaftlich zu sagen, wir bestellen jetzt, keine Ahnung, was muss man bestellen? 100 Meter muss man manchmal mindestens bestellen. Von diesem und jenem, glaube ich, 100 Meter. Von diesem und jenem Material, um dann einen Prototypen nähen zu lassen. Und dann merkt man, das ist blöd, das ist ja nichts. Also wenn man das Material auswählt, heißt das, dass man sich schon so ein bisschen festlegt und so weiter. Und das muss alles gut überlegt sein. Ihr merkt, man stellt sich das immer ganz einfach vor. Man denkt sich so, ja, ich suche mir einfach was und dann möchte ich das genauso haben. Und dann macht man das einfach so, weil das kann ja nicht so schwierig sein. Und dann hat man halt einfach irgendein cooles Material, na sowas wie Leinen eben, und fertig. Ha, gibt ja ungefähr eine Quadrilliarde unterschiedliche Leinenarten so gefühlt, mit unterschiedlichsten Grammaturen und Zusammensetzungen und so weiter. Das ist mega wichtig, halt die Grammatur, egal ob es Papier oder Stoff ist, weil wenn das dann ein bisschen zu dick ist, dann ist es natürlich gleich auch voll steif. Also, weil wenn es dicker ist, ist natürlich steifer das Material und dann fällt natürlich ein Kleidungsstück komplett anders. Wenn der Arm dann plötzlich steifer ist, dann steht der halt hier so ab. Anstatt schön runterzufallen. Genau, deshalb. Und bei manchen anderen Kleidungsstücken braucht man halt diese Steifigkeit, damit es halt gut aussieht und es nicht an den Körper so ranfällt sozusagen. Genau. Und all solche Entscheidungen haben wir jetzt in den letzten beiden Tagen getroffen und uns auch auf Farben festgelegt, was auch nicht immer einfach ist, weil dann sieht man manchmal auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber ich bin richtig happy und jetzt sehr müde. Ich bin ungefähr jeden Abend einfach um 9 eingeschlafen. Auch jetzt ist einfach nur kurz nach 9 und ich könnte jetzt sofort einschlafen. Ja, ich bin schon wieder so müde. Mhm. Und Alex liest dann immer noch eine Stunde oder so. Ich lese gerade, Leute, Koka wird sich freuen. Ich lese Piroschka. Ich denke oft an Piroschka. Das ist ein Buch, ich weiß nicht, hast du es von Don Koka gekriegt? Ich habe es zu Weihnachten von ihm bekommen, ja. Und ich habe es mir gestohlen. Und ja, ihr seht, ich habe es fast ausgelesen. Es sind nur noch irgendwie 50 Seiten, 30 Seiten oder sowas. Ja, also ich muss sagen, ich bin ziemlich erstaunt, dass du auch so dran geblieben bist. Ja, Liebesgeschichte. Bisschen natürlich, ich finde schon, dass der Schreibstil alt ist. Ich habe mich am Anfang die ersten paar Seiten schwer getan, beziehungsweise so ungewohnt halt. Wenn ich voll viele so Sachbücher lesen, die sind halt natürlich komplett anders geschrieben als so ein Liebesroman aus, keine Ahnung, 1950 oder ich weiß nicht, wie alt er ist. Aber nette Geschichte. Steht doch bestimmt drin, oder? Bestimmt recht alt auf jeden Fall. Nee, da nicht. 1959. Gut geschätzt. Ja. Ja, das ist ein Secondhand-Buch. Ich glaube, er hat das schon Secondhand gekauft, hat das gelesen und mir dann weitergeschenkt. Und jetzt hat es Alex gelesen. Ja. Genau. Eine nette Geschichte auf jeden Fall. Ja, richtig.
So, und damit verabschieden wir uns jetzt wieder. Der Vlog war heute etwas kürzer als sonst, aber das lag einfach daran, dass wir, ja, viel, ihr habt ja gesehen, was wir gemacht haben. Okay, so. Wir sehen uns dann am Montag zum nächsten Vlog wieder. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüssi. Tschüss.